Meine lieben Freunde, wir müssen reden, und zwar über das Ende von Diversität in den USA. Denn der Wahnsinn nach der Wahl von Donald Trump nimmt nun offensichtlich ein Ende oder einen noch deutlicheren Abgesang. Denn nach vielen anderen Firmen, so wie Jack Daniels, Harley-Davidson, nimmt nun auch einer der größten, weltweit größten Automobilhersteller Toyota den Fuß vom Gas und macht Schluss mit den ganzen queeren Programmen und den damit verbundenen Projekten der LGBT und Gemüse- und Buchstabensuppe, die da in den Markt gekübelt wurde. Was das im Einzelnen heißt und ob das für Deutschland ein Vorbild sein könnte, darüber reden wir jetzt. Meine lieben Freunde, ja, es geht um die Gemüsesuppe, dieses ganze bunte Einerlei, was wir da haben mit den ganzen Buchstaben LGBTQA+, wie auch immer ihr es nennen wollt. Wir wissen, in Deutschland gibt es seit einigen Tagen das Gleichstellungsgesetz. Wir dürfen unsere geschlechtlichen Präferenzen einmal im Jahr per Zustimmung beim Standesamt ändern. Aus Peter wird Petra, aus Paul Paula und umgekehrt. Und einmal im Jahr ist Karneval. Und ja, das Ganze hat so eine Initialzündung gehabt damals in den Vereinigten Staaten, wo so Sachen sehr gerne einmal geboren werden, wo man auch glaubt, dass man seit den 60er Jahren mit Blumen im Haar San Francisco mit ganz anderen Augen sieht. Warum wir das heute zum Thema machen? Nun ganz einfach. Es sind genau jene Schlagzeilen, denen wir nachspüren als freie Journalisten, die ansonsten kaum Aufmerksamkeit generieren. Und es hilft euch dabei zu erkennen, ihr seid nicht allein da draußen, wenn ihr mit so etwas ein Problem habt. Mein Name ist Chris, ich bin freier Journalist, und wenn ihr neu hier seid, dann lasst gerne ein Abo da, denn dann erfahrt ihr mehr über solche Schlagzeilen, was dahinter steckt und warum man das im öffentlich-rechtlichen Fernsehen so gar nicht mag, denn es passt nicht ins Narrativ. Denn genau da werden solche Perlen gehegt, gepflegt, in goldene Fassungen geklöppelt und dann dem Volk als Norm serviert. In einigen der großen Medienhäusern im Übrigen auch. Das zeigt sich nicht nur im Genderwahn, sondern eben auch darin, dass man hier überbordend solchen Gruppierungen Raum gibt. Was nun in Amerika aber Tatsache ist, und das ist sehr spannend, der Letzte, der sozusagen diesen Diversitätsprogramm den Stecker zieht, war Toyota. Toyota ist, wie gesagt, einer der größten Automobilhersteller, aber sie sind damit nicht alleine. Harley-Davidson, Motorräder, Jack Daniels, brauche ich, glaube ich, nicht zu erklären. Microsoft, das ist jetzt schon genauso spannend wie Zoom oder Meta. Also sowohl der Konzern, zu dem Facebook, Instagram und auch WhatsApp gehören, hat sich verabschiedet von dieser Art von Programm. Microsoft. Mr. Gates sieht offensichtlich oder seine legitimen Nachfolger bei Microsoft sehen keinen Sinn mehr da drin. Und dazu kommen eben dann noch solche uramerikanischen Unternehmen wie Ford und auch der Bierproduzent Bud Light haben eine Kehrtwende unternommen. Die Firmenleitung erklärte bei Toyota zum Beispiel jetzt, man werde keine queeren Veranstaltungen mehr sponsern und sich auch nicht mehr für Gleichberechtigung, Inklusion und Vielfalt im Bereich LGBT so heißt es hier, einsetzen. Man wolle sich künftig indes verstärkt auf die Weiterbildung und Wünsche der Arbeitskräfte konzentrieren, sodass Unternehmen gegenüber seinen rund 50.000 Mitarbeitern und 1.500 Händlern. Zwar will der Autobauer laut dem Newsportal Bloomberg weiterhin ein integratives Umfeld fördern, in dem die Vielfalt der Gedanken gedeihen können. Der Fokus müsse aber ganz klar darauf liegen, die Qualität der Produkte und des Unternehmens selbst zu fördern. Dazu gehört übrigens auch, dass es keinen LGBTI-Index mehr gäbe. Zudem erklärte die Firmenleitung auch, dass man, ähnlich wie bei den meisten anderen US-Unternehmen, mit einer Diversity-Neuausrichtung nicht mehr am sogenannten Corporate Equality Index teilnehmen würde. Das heißt, man lässt sich hier auch nicht mehr unter Druck setzen. Das hört sich für mich sehr gut an, denn es zeigt uns eines: Für die Unternehmen steht wieder das im Mittelpunkt, was es sollte, nämlich das ist im Grunde genommen ein Dreiklang.
Es sind die Mitarbeiter, die die Werte für das Unternehmen herstellen und produzieren, die aber hier in ihrer Gesamtheit betrachtet werden sollten. Es sind die Kunden, die betreut und gepflegt werden müssen. Und es ist letztlich das Produkt, denn ohne ein herausragendes Produkt bringst du deine Kunden auf Dauer nicht auf Linie. Und ich glaube, um prosperierende Unternehmen zu gewährleisten, sind Dinge wichtiger als regenbogenpupsende Einhörner. Ja, ihr seht, es geschehen noch Zeichen und Wunder im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und für uns bietet sich jetzt die Gelegenheit, noch 101 Tag, bis wir Neuwahlen in Deutschland haben, bis der Souverän wieder einmal zur Urne gebeten wird. Das ist in diesem Fall doppelsinnig, wie es sein sollte. Auf der einen Seite tragen wir die Koalition zu Grabe, auf der anderen Seite versuchen wir mit unserer Stimme einer neuen Konstellation Kraft einzuhauchen und Leben einzuhauchen, die dann einiges besser macht als ihre Vorgänger. Die Frage ist nur, ob sich lediglich das Farbenspiel ändert, aber die Politik die gleiche bleibt, denn es ist hochgradig fragwürdig, ob Schwarz-Grün oder Schwarz-Rot letztlich zu einem anderen Gedenken im Bewusstsein führt und ob zum Beispiel solche Diversitätsprogramme dann auch bei uns ad acta gelegt werden und Gesetze rückabgewickelt werden, wie das jetzt unsägliche Gleichstellungsgesetz, was zum 1. November in Kraft getreten ist. Entschuldigung, Selbstbestimmungsgesetz, so heißt es, Selbstbestimmungsgesetz. Bei den ganzen regenbogenflankierten Gesetzen kommt man da ganz schnell durcheinander. Also bevor ihr mir jetzt schreibt, es ist das Selbstbestimmungsgesetz. So, ja, was mich jetzt interessiert ist, was sagt ihr dazu, dass man dem Regenbogen in den USA so deutlich die Tür zeigt und es hinaus komplimentiert, das Einhorn? Und ganz klar wieder auf die Rahmenbedingungen setzt, die produktiv sinnstiftend sind und für einen großen Teil der Bevölkerung von Relevanz sind. Mich würde interessieren, habt ihr hier ähnliche Erfahrungen bei euch in den Betrieben gemacht? Wollt ihr die amerikanischen Verhältnisse, dass wir hier den Stecker ziehen und wieder zu den klar strukturierten Rahmenbedingungen kommen? Oder findet ihr schön, dass wir über Gender in der mannigfachen Ausprägung sprechen, diskutieren und auch hier für jeden sozusagen eine extra Form und eine extra Norm entwickeln? Bitte schreibt es mir unbedingt unten in die Kommentare. Und wenn ihr schon da unten seid, dann tut mir einen Gefallen. Richtig, abonnieren. Genau das. Wir sind auf dem Weg zu den 20.000 Abonnenten und die wollen wir erreichen, bevor Olaf Scholz die Vertrauensfrage stellt. Also ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich zähle auf euch. Ciao for now, euer Chris.